Hallöchen, Freunde, und cool, dass ihr am Start seid. Sorry erstmal, dass die Folge gestern Abend nicht kam, dafür kommt sie ja heute Mittag, also ein paar Stunden später. Was ist denn jetzt eine Horde? Och Leute, ich will hier mal in Ruhe anmoderieren. Es geht mir auf den Sack. Was ist denn zurzeit? Scheiße, ich habe auch gar nichts am Start, ne? Und wo kommen sie denn? Und was ist das? Was war denn eine Horde? Ach, das waren die Feuerviecher, ne? Nee. Ach, na geil, das sind die aus den Ebenen, die großen Viecher. Generell die ganzen Goblins. Und ich hab einen Bogen. Was habe ich dem Spiel getan? Bitte, Leute, verratet es mir. Es ist nicht mal zwei Folgen her. Und wir wurden richtig mies von Wölfen gejagt. Jetzt will ich hier einfach mal in Ruhe mit euch unser Zeug wiederholen und nichts ist. Ach, geil. So, komm, ich habe vorhin gesehen, ich habe hier nämlich mal ein bisschen Truhen sortiert und so, dass wir noch Nadelpfeile haben. Wir haben zwar nur einen beschissenen Bogen, aber dafür eine gute Mauer. Vor dem großen Vieh habe ich ein bisschen Respekt. Obwohl die sich gerade ja ehrlich gesagt noch ein bisschen um alles andere kümmern. Gut für uns, schlecht für die. Ich habe gar keine Ahnung, ob ich überhaupt treffe. Ja doch, aber wir sehen. Schaden kickt auf jeden Fall gar nicht rein. Ja, jetzt kommt er hier um die Ecke. Aber es geht. Ich weiß halt nicht, wie lange meine Mauer standhält. Notfalls haben wir Knochenwanst am Start. Er flippt auf jeden Fall richtig aus. Ah, der darf nicht so nah hier ran. Rudi! Ja, jetzt war ich meine eigene Mauer kaputt. Kann ich den Pfeil wieder nehmen? Nee. Ach, was macht man jetzt? Aber es ist nur noch der, oder? Nee, die Goblins rennen hier noch rum. Kein Plan, ob der mich hier oben trifft. Oh, das ging aber fix. Gott sei Dank haben wir so eine geile Mauer gebaut, oder? Mal ganz im Ernst. Bitte nicht treffen. Ah, ich meinte nicht mich, ich meinte ihn. Ja, da sind sie ja trotzdem noch. Der Rest hat sich zwar verzogen, aber der Berserker ist immer noch am Berserken hier. Jawohl. Gut, und dich mal eigentlich so holen. Ja, easy, Alter. Easy. Kein Plan, ob da irgendein Patch kam, was die Angriffe erhöht hat, aber so oft waren die doch sonst auch nicht. Ah, guck mal, hat sogar seine Vorteile. Mod geht nicht mehr, dafür kommen wir easy wieder in unser Gebäude hier rein. So, na gut. Also, wo war ich denn stehen geblieben? Folge gestern kam nicht, kommt heute Mittag, das haben wir gesagt. War noch... Super, jetzt habt ihr mich aus dem Konzept gebracht. Ja, ich habe ein bisschen Zeit vergehen lassen, damit wir wieder Knochenwanz am Start haben. Ich schmeiß das jetzt einfach mal hier mit rein. Und ich habe ein paar Lebensmittel hergestellt, habt ihr wahrscheinlich schon gesehen, als ich es gerade schon gefuttert habe. Und ich freue mich auf jeden Fall, weil jetzt geht... Alter, wie viel Schaden war das gerade bitte? Boah, hier rennen ja auch noch welche rum. Wir müssen die ja auch... Mann, ich wollte jetzt losmachen. Frag mich, ob es die auch auf Stufe 1 und 2 gibt, weil dann hast du, glaube ich, echt verloren. Ich finde es gerade ein bisschen schade um die guten Nadelpfeile, aber ich möchte denen mit unserer aktuellen Ausrüstung auch echt nicht im Nahkampf begegnen. Hä? Er hält aber mehr aus, oder? Okay, der verpisst sich. Die kloppen mir hier alles kaputt. Alter, das sind richtig viele. Die haben ihre scheiß Dings am Start. Wie viel halten die denn dann noch aus? Ah, okay, dann geht's. Treff die bloß von hier nicht. Das macht man am dümmsten. Vor allem wie viele auch. Morgen ist es endlich soweit. Twitch, Leute. Twitch, 20 Uhr. Ken Touches TV. Bitte denkt dran. Ich würde mich übelst freuen, wenn ihr am Start seid. Guck, komm, Fisch. Attacke. Lecker Fullinger zum Frühstück.
So, das war's, ne? Waren das gar nicht alles Schamane oder was? Oder die haben sich verpisst oder sind ertrunken oder keine Ahnung, weil hier liegt ja auch noch Zeug rum. Wohl, nee, das war von dem einen. Ja, weiß ich nicht. Mir egal, wir sind sie losgeworden. Jetzt haben wir gerade nicht unbedingt das beste Futter. Auch wenn es schade ist, wir hauen uns noch fix eine Brechbeere rein. Ich habe den einen Schlangeneintopf noch mit am Start, den nehmen wir heute mit. Oder den futtern wir gleich. Weil ich möchte ja wirklich gar nichts riskieren. Überhaupt gar nichts. So, Brechbären, ihr wart irgendwo hier vorne. Snack mal einer rein. Boah, boah, lecker. Ah nein, ich Volldepp. Ich war irgendwie drauf aus, dass das nur das erste oben raushaut. Aber wir kotzen ja gleich alles raus, naja. Ich glaube, das ist mir schon mal passiert. Jetzt müssen wir noch kurz warten. Tut mir leid, dann holen wir uns da mal schnell ausgeruht. Und dann geht's aber los hier. Gemütlich 9. Achso, wir könnten drüben das Feuer mal noch anzünden. Wir haben noch Holz. Jawohl, das machen wir schnell. Hä? Wo ist denn der Schlangeneintopf jetzt hin? Ah ne, Schlangeneintopf ist da. Würste fehlen. Oh Gott, ich dachte jetzt schon. Der gute Schlangeneintopf. Hier, hau hier mal was rein. Dann haben wir gemütlich 10. Können uns hier kurz hinflanken. Ich trinke einen Schluck und dann machen wir los, oder? Gemütlich 11 sogar. Na perfekt, 18 Minuten. So, es ist endlich soweit. Seit 3 Folgen kämpfen wir, um die ganze Scheiße wieder zurückzukriegen. Jetzt ist es soweit. Bessere Ausrüstung haben wir nicht. Wir haben zumindest ein paar Pfeile. Den Bogen brauchen wir nicht nochmal reparieren. Scheiß drauf. Knochenwanst und dann los, ne? Ah, bitte lasst das jetzt klappen. Ich will einfach wieder ganz normal mit euch weiterzocken. Nehme ich auf? Ja, ich nehme auf. Sehr gut. Wir lassen das Ding erstmal hier stehen, würde ich sagen. Hier ist ja relativ safe, wenn es nicht gerade leckt. Und jetzt müssen wir uns mal ganz vorsichtig hier vortasten. Tag 501, 532, 501. Sind wir hier gestorben, als wir das holen wollten? Also liegt da jetzt noch was? Wir müssten erstmal gucken gehen. Aber ich sehe zumindest nichts. Gut, machen wir dann gleich von der Karte weg. Ich möchte jetzt ungern auf die Karte schauen. Ich da nämlich schon wieder den ersten Todeskito sehe. Fliegt er bestimmt gleich weg. Nee, haben wir? Perfekt. So, ganz langsam jetzt. Guck mal, da hinten ist das erste. Ich sehe es. Perfekt. Ich sehe zumindest schon mal keine Gegner in der Nähe. Da hinten ist unser Loxi. Ach, die müssen wir auch noch zähmen. Schon wieder ganz vergessen, die gute. Ah, warum? Warum? Wir haben so viel Leben, so viel Blockwert und alles drum und dran. Habe ich jetzt nicht verstanden. Wenn ihr wisst, warum das gerade passiert ist, erklärt es mir. Kriege ich den von hier? Ah, oh, schade. Ah, fliegt jetzt weg. Jetzt haben wir ihn. So, was haben wir hier alles drin? Jawohl, das ist das Wichtige. Alles nehmen. Mal kurz gucken, dass hier nichts kommt. Sieht gut aus. Den ganzen Scheiß ausziehen, den ganzen Kack anziehen.
Alles haben wir noch nicht. Weil halt alles voll. Kann ich hier eigentlich auch Sachen reinlegen in das Grab? Ja, perfekt. So, zack. Was habe ich denn jetzt hier? Gepolsterter Brustpanzer und die Beinschienen, genau. Und seid ihr jetzt... Ach so, was haben wir denn hier? Wolfs... Nee, der Gepolsterte wollen wir doch. Zack, zack. So, den Helm. Wo sind denn die Schuhe? Bin ich blind? Hatten wir noch... Gab's keine Schuhe? Hatten wir keine Schuhe? Ach Mann, ich bin zu lange raus aus dem Spiel. Wolfsfellumhang. Ja, wir nehmen jetzt erstmal wieder die hier. Hauptsache, wir haben irgendwas an den... So, nee, ich bin doch dumm. Schuhe gab's doch generell nicht. Entschuldigung. Die drei Sachen und einen Umhang gab's noch. Ich bin so dumm. Aber damit müsst ihr rechnen, leben, wenn ihr euch meine Let's Plays reinzieht. So, wir haben auf jeden Fall wieder Rüstung. Wir haben ordentlich was zu futtern. Wir haben wieder unsere Waffen, aber unser Bogen ist noch nicht wieder da. Da ist er. Und wieder den guten Bogen. Spitzhacke stecken wir noch ein. Nehmen jetzt hier mal den Reif. Ja, hier, schaut mal. Hier haben wir das ganze Zeug für das Portal. Auf jeden. Das Grab bleibt ja noch stehen. Also würde ich jetzt mal sagen, wir machen hier in unsere Base zurück. Wenn ich jetzt noch wüsste, wie das Portal hieß. Scheiße. Ach Mann. Eine Ebenenbasis hieß es, glaube ich. Am Schild. Aber wie hieß es richtig? Also das Portal. Ich schwöre euch, ich nehme mir heute noch die Zeit und benenne die ganzen Portale mal richtig und markiere mir die auf der Karte. Ich habe es schon seit 100 Folgen vor, ich habe es jedes Mal verkackt und jedes Mal hänge ich wieder da. Und frage mich, wie dumm man eigentlich sein muss, damit man sich damit oder daran nicht erinnert. Ja, egal, dann gehen wir hier hinten, da oben steht das Portal, da rennen wir fix hin. Dann können wir gucken, wie das andere hieß. Und alles ist gut. Wir sind wieder ausgerüstet. Boah, ich freue mich. Wie sieht's denn aus? Wir haben noch ein bisschen Zeit, das ist schön. Und dann müssen wir uns mal einen kleinen Plan schmieden. Wie es die nächsten Folgen hier so aussieht. Was wir machen. Was wir vorhaben. Lange nicht mehr gelesen. Dass wir uns nicht teleportieren dürfen. Naja. Ja, ein bisschen Plan schmieden. Ich hatte halt wirklich überlegt, dass ich die ganze Dekorationsarbeit und hier weiterbauen am Haus und so, dass wir das halt... Dass wir das halt... Oh, ich muss mal was trinken, ey. Was ist hier schon wieder los? Dass wir das halt im Stream machen. Und wir uns jetzt hier im Let's Play wirklich ein bisschen mehr noch um die Story kümmern, die noch offen ist. Guck mal, das Ding ist noch auf der 3. Ich glaube, das wollten wir auf die 4 kriegen, ne? Das ist alles auf der 4, das passt, aber... Schwarzmetallschild. Ne, ist Max-Qualität. Die Spitzhacke wollten wir generell mal hochkriegen, das weiß ich. Frostner ist auch oben. Torger Fangzahn haben wir auch auf der 4. Was wollten wir denn noch machen? Ich weiß auf jeden Fall, dass wir Silber und Eisen sammeln wollten. Eisen ist klar, wegen Spitzhacke. Wollte ich denn unbedingt das Silberschwert noch herstellen? Weiß es nicht genau. Was haben wir denn hier Schönes eigentlich? Zwiebelsuppe. Ja, die ist sogar noch ein bisschen geiler als der Rübeneintopf. 18,55, 20,60, genau. Gut, wir machen mal fix Inventar leer, dass wir den restlichen Scheiß noch holen können. Giftpfeile haben wir noch, die stecken wir erstmal weg. Mir reichen die hier. Kommt der Bogen rein, die Spitzhacke können wir behalten. Es tut mir leid, Leute, irgendwas habe ich im Hals. So, Flug ist am Start, perfekt. Das wollte ich eigentlich Schnellwald tasten lassen.
Oh, mir drehen richtig die Augen. Irgendwas ist in meinem Hals. Ich könnte kotzen. Es ist aber wieder typisch. Sobald ich anfange zu Let's Playen, ist irgendwas. Entweder juckt die Nase oder mein Hals macht schlapp. So, seht ihr, ich habe ordentlich Würste hergestellt. Würste. Und die Stimme. Ich könnte kotzen. Ich könnte kotzen. Ordentlich Würste. So. Was haben wir noch Schönes? Was kannten wir noch weg? Eigentlich die Karottensuppe. Weil dafür würde ich die Zwiebelsuppe noch weiterhin nehmen. Das packen wir auch mit dorthin. Rübeneintopf haben wir ja immer noch hier. Moltebeeren noch weg. Die waren auch irgendwo hier. Wir machen jetzt mal hier unser Essen hin. Und wo ist der andere Scheiß? Rüben, Rüben, Flachs, Gerste. So, hier haben wir noch Gerste. Oh ne, das war Flachs. Gut, die eine Trophäe, lass mal. So. 17 Minuten wieder ausgeruht. Perfekt. Jetzt wollten wir gucken. Ebenenbasis und das Ding hieß Steinsuche. Wahnsinn. Kein Wunder, dass ich mich an sowas nicht erinnern kann. Wäre ich nicht drauf gekommen. Niemals. Ich bastle jetzt aber erstmal das neue Portal, bevor wir das jetzt hier, wo wir rauskommen, abbauen. Ich sehe schon, ich baue das ab, hier passiert wieder irgendeine Scheiße. Und dann können wir hier wieder den ganzen Spaß von vorne machen. So, das kann weg. Ich will gar nicht auf unsere Fähigkeiten gucken, wie krass wir abgebaut haben. Leider die Ausdauer gefehlt. Eigentlich hätte ich die Fähigkeiten halt ganz gerne noch schön weit oben für den letzten Boss. Aber man kann halt nicht alles haben. So, da haben wir den restlichen Scheiß. Dann können wir das auch wegmachen. Sind es die beiden hier unten noch. Jetzt basteln wir aber erstmal das Portal wieder in die Basis. Die Loxys da drüben sind immer noch so nah dran. Ich erinnere mich, dass die uns hier ganz schön die Felder und so zerpflügt haben. Die kleinen Schweine. Oh, jetzt sag nicht, ich habe keine Werkbank. 5 Schaden? Warum denn das? Wir haben keinen Knochenwanz am Start. Ich habe nicht geblockt, gar nichts. Oder hat das Vieh aus Versehen hier ins Holz gestochen? Das macht uns doch nicht nur 5 Schaden. Keine Ahnung. Gut, also wir haben kein Holz. Das ist das Problem. Tut mir leid, da müssen wir nochmal zurück, weil ich habe auch keine Axt. Doch, ich habe eine Axt dabei. Au. Das geht nicht weg, ne? Das liegt einfach so blöd rum. Wie viel Holz springt denn hier raus? Feuerstein, Hirschfell. Und wieder alles außer das Holz. 3 Holz, wow. Brauchen wir noch 7. Ich meine, diese Gestelle können wir ja selber noch bauen. Das finde ich jetzt nicht so schlimm, wenn wir die abreißen. Oder wir nehmen jetzt vielleicht einfach einen Baum hier hinten. Na, da haben wir es doch gleich. Trotzdem relativ wenig Ausdauer, das Bild, ne? Na gut, die Würste sind auf Leben. Wir haben den Schlangeneintopf noch drin. Können wir sicher gleich noch ersetzen mit der Karottensuppe. Dann wird es wieder ein bisschen mehr Ausdauer. So, also, wir brauchen jetzt hier aber meine Werkbank. Portal, Steinsuche und wir haben es wieder geschafft. So, wir sind so gut wie voll. Nehmen wir noch fix den Scheiß hier mit. Liegt hier noch rum, ein Hirschfell.
Wahnsinn, das Portal steht wieder, wir können wieder in unsere Basis. Wir müssten generell eh mal überlegen. Ich weiß halt nicht. Naja, doch, die Angriffe selber. Wie vorhin, wie das Wolfsding, die kommen ja nicht nur an der Basis. Die kommen ja einfach random, da wo du gerade bist. Gefühlt kommen die an deiner Basis öfter. Aber es könnte ja trotzdem jederzeit passieren, dass wir an der Ebenenbasis sind und angegriffen werden, wie so eine Wolfsjagd. Also eigentlich wäre es schon geil, wenn wir uns da nochmal ordentlich eine Mauer bauen. Ist hier wieder alles so dunkel drin. Haben wir denn Steine? Haben wir das alles hochgeräumt? Na gut, wir machen erstmal einen anderen Scheiß. Hirschfell weg. Dann haben wir hier noch Waffen, Rüstung. Haben wir irgendwo Rüstung? Waffen, Werkzeug, Gadgets. Haben wir Rüstung oben? Ja, und ist doch mal schnell aufs Ohr. Kein Bock auf die Dunkelheit. Da könnt ihr euch auch mal ein paar mehr ausdenken. Immer dasselbe. So, ist immer noch nicht heller, aber wir haben hier Rüstung. Also Wolfsbrustschutz, Eisenhelm, das Ding, Trolllederumhang, das kann alles weg. Das rein. Weiß nicht. Ja, komm, die Axt packen wir erstmal weg. Dann haben wir hier noch ein bisschen Leder. Ach, guck mal, wir haben noch ein Schild. Ich pack's jetzt mal fix mit hier rein. So, Holz. Ich weiß nicht, wo ich Steine hab. Ich hab aber auch wieder oben nicht geguckt. Ach, hier. Guck mal, Stein. Wünschelrute noch mit hin. Trophäen und Nadel haben wir beides oben. Bleibt jetzt erstmal. Ich will noch ein bisschen mit euch hier zocken und nicht die ganze Zeit Truhen sortieren. Das nervt immer so extremst an. Das wäre geil, wenn es da einen Mod gäbe. Ich weiß, ich fange wieder damit an und ruiniere mir das Spiel, aber... Wenn es einen Mod gäbe, der automatisch, wenn du das Haus betrittst, dein Zeug einsortiert. Indem du halt die Kisten benennst. Na, obwohl, du benennst die Kisten ja nicht. Du machst einfach Schilder drüber. Wenn die Kiste jetzt einen Namen hätte, hätte es ja vielleicht wirklich irgendwie mit einem Mod funktioniert. Dass du halt sagst, okay, wenn du Steine im Inventar hast, geht's halt in die Steinkiste. Dadurch, dass du die Kisten ja selber nicht benennst, könnte es technisch schwierig sein. So, wir gucken mal. Also hier ist anscheinend nichts mehr. Hier rennt noch ein Wolf rum. Auch nicht schlecht. Ah, der Froster ist gegen die Wölfe halt auch einfach so eine geile Waffe. Also kann das weg, aber hier unten haben wir auf jeden Fall noch ein Grab. Da oben ist es. Hier unten haben wir ein Grab, da oben ist es. Na komm. Ach, macht das Laune, ey. Mit der Bronze-Axt, das war aber auch ein Krampf aktuell. Gut, noch einmal zurück, leer machen, tut mir leid. Und dann haben wir es aber. Und dann wird wahrscheinlich auch so ein langsam Folgenende sein. Aber dann können wir uns nächste Folge... Jetzt muss ich mir überlegen, heute haben wir Samstag. Aber morgen kommt ja noch eine, weil gestern keine kam. Also kommt morgen 19 Uhr noch eine Folge. Da können wir uns dann mal aufmachen. Nochmal zu gucken, was wir upgraden wollten. Uns vorzubereiten mit Lebensmitteln und allem drum und dran. Ich würde dann schon langsam Richtung Jakloot mal gehen wollen. Dann Sonntag der erste Stream. Da bastle mal ein bisschen. Joa. So ist der Plan. So wird's. Wird auch geil dann bei Twitch. Freut mich am meisten, dass ich mit euch auch interagieren kann.
weil ihr habt mir in letzter Zeit oder generell schon seit Anfang an so viele geile Tipps gegeben, gerade was Deko und Bauideen und so weiter anbelangt. Das ist geil, wenn ich was baue und nicht genau weiß oder ihr was Cooles reinschreibt und mitprobier mal so. Ich denke, das könnte ganz gut werden. Und am Ende dann einfach so ein riesen Community-Projekt ist, wo ihr alle irgendwie mitgedacht habt, Ideen mit eingebracht habt. Wäre doch geil. So, Rüstung. Eisenbeinschienen. Jetzt sind wir die Rüstung los. Ach, guck mal. Hier, der Streitkolben, das. Hier war das alles. Ich wusste doch, wir haben noch mehr. Ja, wieder alles voll, ne? Hier haben wir noch Stufe 4. Na gut, das ist bloß der Edelholzbogen. So, wir hatten noch ein Schild. Wir haben das noch und dann sind wir schon wieder voll. Aber ich habe immer noch diesen einen Kackbogen, den ich jetzt nicht mehr unterkriege. Ach, guck mal. Direkt runter die Kiste. Ich war einfach zu blind. Zack, dann kriegen wir den Bogen noch unter und dann sieht es doch schon mal gut aus. Ja, alles voll. So, wir gehen nochmal schnell hoch. Nadeln haben wir noch und ich bin mir nicht sicher, aber ich glaube, die Zähne hatten auch eine eigene Kiste, oder? Trophäen, Rinde, Schotter, Nadeln erstmal. Zack, weg damit. Ach, hier ist überall noch. Hier haben wir ja gerade was reingeschmissen. So, nee, irgendwie... Ich weiß nicht, wo wir die ganzen Wolfszähne hin haben. Gebirge können wir noch eine Kiste haben, ne? Hier. Perfekt. Da haben wir's. Ist halt trotzdem krass. Finde ich auch irgendwo geil an dem Spiel. Aber wie viel Zeit dir einfach verloren geht, weil du einmal dumm bist oder eine dumme Situation kommt und du stirbst. Vor allem, wenn du kein Portal in der Nähe hast. So, den restlichen Scheiß noch holen. Dann haben wir's. Und dann... Ah, Loxi müssen wir noch zähmen. Leute, ich freue mich. Ich freue mich. Es ist endlich... Sag mal, was ist heute los? Es tut mir leid. Ich freue mich, was ist endlich... Hä? Bin ich dumm? Ich wollte sagen, ich freue mich, dass wir endlich wieder so weit sind. Jetzt aber. Den Rest haben wir. Wir können ganz normal weitermachen. Perfekt. Ja komm, wir machen nach Hause. Machen hier Folgenende an der Stelle. Jetzt geht das Ding erstmal auch noch weg. Die ganzen Eier müssen wir irgendwann noch holen. Die wollte ich ja irgendwann mal so ein bisschen als Beleuchtung haben. Wir haben es ja an den beiden Eingängen schon, finde ich auch. Sieht sehr geil aus, aber da brauchen wir noch mehr. Wir haben auch noch welche in der Kiste, aber... Sag mal. Hallo? Ey, ich habe gar kein Schild. Guck mal, der hat gar kein Interesse dran, ne? Jetzt sagen wir, klauen uns hier noch ein bisschen Flachs. Wenn wir einmal dabei sind, haben wir den Flug wieder einstecken. Perfekt. Ich glaube, der hat am Flachs geknabbert. Wir hatten Leichenlauf sogar. Bis jetzt noch am Start. Komm, wir pflanzen schnell noch ein paar hin. Wenn wir einmal hier sind, wir haben eh noch ein, zwei Minuten Zeit. Ich muss mir noch mal angucken, wie das mit dem Brot war. Wir hatten ja welches gebacken. Ich habe halt vorhin, wo ich die Würste und alles hergestellt habe, hatte ich halt überlegt, wie viel das Brot eigentlich gebracht hat. Aber ich glaube, es war ein ganz gutes Lebensmittel, ne? So, schau mal, hier ist alles leer. Hier ist noch was, aber ich habe keinen Bock, die Lokse anzulocken. Ich glaube, das Feld hier benutzen wir jetzt erstmal nicht mehr. Ich wollte sie aber auch nicht umbringen, weil irgendwann müssen wir die auch noch vermehren.
Also, nach der Folge hier, ich verspreche es euch hoch und heilig. Ich werde die Portalnamen umbenennen und auf der Karte richtig markieren und beschreiben, dass wir nie wieder in Portalschwierigkeiten kommen. Und ich werde mich nochmal ein bisschen belesen zum Brot und drum und dran. Generell, was so die geilste Kombi ist. Schlangeneintopf haben wir auf jeden Fall. Ich glaube, der Blutpudding noch. Weil wenn, dann gehen wir natürlich mit dem High-End-Zeug zum letzten Boss. Da steht zwar noch ein bisschen was, wie viel haben wir noch am Start? 75 noch. Komm, wir hauen das hier einmal komplett auf die Felder, was soll's. Vielleicht bleibt ja noch ein bisschen was übrig. Aber das Flachs haben wir doch eh nicht gebraucht. Gerste braucht man ja fürs Brot. Flachs haben wir hier für die Klamotten gebraucht, aber für irgendwas war es bestimmt noch gut. Leinzwirn könnten wir ja draus machen. Werden wir bestimmt noch für was gebrauchen. So, komm, reicht. Wie viel haben wir noch übrig? 26. Das ist okay. Ich würde sagen, wir machen an der Stelle ein Folgenende. Ich danke euch fürs Zuschauen. Like und Abo nicht vergessen. Und dann sehen wir uns morgen 19 Uhr wieder. Bis dahin. Macht's gut. You can't touch this. You can't touch this.